Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge Super Mario Odyssey. Wir sind weiter im Hutland unterwegs und haben dort noch den ein oder anderen Stern zu holen, denn unsere Karte sagt uns, Alter, du hast noch richtig viele Sterne zu holen. So, angeblich soll hier irgendwo drunter wahrscheinlich was sein. Wahrscheinlich am ehesten in diesem Bild hier oder in diesem Gang hier. In diesem Gang ist nichts, also gehen wir an das Bild. Okay. Zack, Foto gemacht. Okay, hier schon mal nicht. Dann irgendwo drunter. Oh. Okay, da ging es nicht weiter. Das ist bitter. Na gut. Gehen wir wieder zum Anfang. Das ist ein bisschen nervig, weil wir relativ weit laufen müssen. Ballon. Nee, komm, wir lassen das erstmal. Wenn das Geld eng wird, dann können wir das gerne machen. Dann lass uns als erstes erstmal nach oben gehen. Wir machen den Turm zuerst, weil dann können wir den Mond auch nehmen, von oben runterfallen. Dann gucken wir uns erstmal alles oben an und bewegen uns danach hier runter und machen dann die ganzen Sachen unten. So, gucken. How about you? Okay. We don't need. Hier noch einen Mond gesehen, das ist wahrscheinlich der oben. Okay, dann gehen wir erstmal rein. Okay, sieht nicht so aus, als wäre hier drin noch was. Wir schnappen uns schnell einen Frosch. Gucken, dass wir so schnell wie möglich nach oben kommen. Keine Zeit hier verlieren. Aber drei Münzen müssten wir noch mal finden. Die hätte ich auch gerne. Können wir uns auch die letzten Sachen kaufen. Vielleicht kriegen wir die auf Dauer ja auch alle zusammen. Na, ich würde behaupten, dass wir hier... Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Besser haben als brauchen. So. Na gut, dann gehen wir hier raus und gucken mal nach, was es oben noch zu machen gibt. So, was haben wir denn hier? Oh, wir sind einfach mindestens... Okay. Cooper. Okay, das ist okay. Da wird noch eine Tür sein und da links ist auf jeden Fall auch noch was. Ähnlich wieder was beim Alten. Okay. Könnt mir vorstellen. Cooper nehmen wir danach. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ich weiß nicht, ob wir da nicht sowieso schon... Einen haben wir noch, den Sonder. Ich erinnere mich an den Ort. Wenigstens noch einen Mond, okay. So. Dann werden wir uns mal hier ganz langsam und gemütlich. So, gehen wir kurz hier hin. Oh nein! Verdammt! Mich verklickt. Das war so nicht geplant. Na gut, aber das sollten wir, denke ich, hinkriegen. Wir müssen nur den Sondermond finden. Er hat nichts zu Münzen erzählt, also werden hier auch keine Münzen sein. Bleiben wir erstmal unten. So, jetzt warten wir hier, bis das wieder normal ausfährt. Dann haben wir auch genug Zeit. Hier hochzukommen. So, jetzt fangen wir schon mal an zu gucken. Okay. Hier sehe ich schon mal nichts. Das heißt, wir gehen hier hoch. Ist auch nichts. Okay. So, okay. Oh. Okay. Ah! Nein! Ich will da rein. Okay, ich glaube, dann haben wir es auch direkt hier. Versteckt zwischen Schiebeblöcken. Okay, dann düsen wir direkt auch hier raus, weil
Hier drin haben wir nichts mehr. Ich glaube auch kaum, dass wir noch Münzen hier drin haben. Hier ist der andere Mond. So. Und dann gehen wir direkt hier raus. Haben wir den schon mal? Das ging sogar sehr, sehr schnell. Dann würde ich sagen, sollten wir jetzt ein Cooper-Rennen starten. Nicht nur eins, sondern zwei. Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, das es uns verschlägt. Willst du antreten, Kumpel? Dir gewinnt der Weg den Preis. Gute Einstellung. Regeln gibt es eigentlich keine. Tritt gegen uns an und erreiche das Ziel vor uns. Das war's auch schon. Die Ziellinie ist ein Lichtsäule. Alles verstanden? Dann los. Okay, von hier oben. Es wird safe für uns sein, dass wir einen Jump nehmen nach unten. Aber ich denke, das geht den anderen genauso. Oh! Okay, das erste Rennen sollte nicht das Problem sein. Oh nein! Ja, das ist sehr entspannt. Könnte sogar fürs zweite Rennen reichen, wenn wir es nochmal genauso doof machen. Aber bei der Rode kommt schon nicht langsam an. Erstmal freuen wir uns über den ersten Mond. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du deinen Preis. Einen Mond. Ein Mond für uns. Hutland Standard. Und das nächste rennen wir auch direkt an. Wenn wir einmal hier oben sind, wollen wir hier oben ja einmal schnell alles durchmachen. Und ja, da gehen wir natürlich auch gegen den goldenen Läufer mit ran. Diesmal vielleicht sogar direkt mit dem Divesprung oben runter. Wir dürften ja relativ gut mittig stehen. Yes, das ist gut. Boah, ist der Goldene weit vorne. Nein, der Stampf hätte nicht sein gedurft. Die andere Zeit wäre knapp geworden. Zwar auch vielleicht möglich. Aber ein bisschen Glück gehabt, dass er ein bisschen verkackt hat am Ende. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du deinen Preis. Einen Wand. Und das Expertenrennen im Hutland haben wir auch damit abgeschlossen. Sehr gut. Dann haben wir hier oben noch zwei. Das heißt, irgendwo muss es noch einen Eingang geben. Wahrscheinlich ganz oben. Ganz oben schon mal nicht. Wir müssen ein Stück. Ja, wir müssen hier unten irgendwo was machen. Hier vor uns. Machen wir mal alle Lichter hier an. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo wichtig war. Oh. Oh. Ich will halt nicht nachgucken. Eine Möglichkeit, rum zu fliegen. Können wir den nicht? Also
Wo soll das Ding sein? Andere Seite erstmal. Stampfen wir mal hier. Vielleicht ist hier irgendwas unten drunter? Nein. Okay. Wie gesagt, das ist genau... Es muss hier sein. Bei uns drüber macht, glaube ich, keinen Sinn. Was heißt dann unten drin doch? Bei den Kröten? Oder halt unten? Da sehe ich doch was. Ich glaube, wir holen uns trotzdem erst einmal den Mond hier. Perfekt. Unter der Krempe des großen Hutes. So. Dann gehen wir einmal wieder runter. Hochfliegen ist, glaube ich, noch nicht mal so eine Option. Ich glaube, darum haben wir gar keinen Checkpoint. Und zack. Ich glaube, das ist trotzdem unser schnellster Weg. Oh, sorry, Leute. Ich glaube, ich habe Scheiße, Frosch im Hals. War es nicht geplant. Ich bin doch gerade wirklich nicht weg. Verdammt. Besser. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auf der Seite... Hier ist die normale Seite. So, das ist hier. Wo ist das Beste zum Runterspringen? Das würde ich gerne auf jeden Fall machen. Einfach hier, ne? Ja. Und hier kommen wir gleich sogar weg. Ah, wir sind relativ hoch hier, oder? Kommen wir? Nein, wir kommen nicht. Aber wir kommen auf die Blöcke vielleicht. Okay. Merken, Josh. Merken. Ach Gott. Wellenbad hier. Große Welle. Kleine Welle. Wo ist das letzte Ding? Ah, hier oben. Na, sehr gut. Auch schon den ersten. Was kannst du jetzt noch nicht sagen, dass das das komplette Ding ist, oder? Erstmal nehmen wir den mit. In den Giftwellen. So, jetzt schauen wir uns kurz um. Daher kommen wir. Hier ist nichts mehr. Okay. Batschen wir mal hier rein. Wenn uns das jetzt rausführt, dann fehlt uns hier noch eins drin. Okay, wir haben noch Münzen und Monde hier. Vielleicht hier hinten drunter? Oh, oh, oh yeah. Da haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Münzen. Die letzten drei, die wir brauchen. Living. Okay, und darauf müssen wir landen. Oh nein, nicht an der Wand. Danke. Ja, perfekt. Richtig gut. Einmal unter uns Giftwellenschlitter. Hi. Und dann gehen wir hier runter. Haben das auch gelöst. Sehr gut. Da bin ich super, super zufrieden mit. Das war knapp. So, und jetzt haben wir einen, der relativ hoch fliegen kann. Damit fliegen wir jetzt nach dahin. Und den da oben kriegen wir schon mal nicht mit dem hier. Den da oben auch nicht. Aber vielleicht kriegen wir irgendwas, um höher zu kommen, wenn wir die Blöcke da aktivieren. In der Theorie hätte ich gesagt, kann der so hoch fliegen, der Goomba? So hoch, wie wir mit ihm starten. Vielleicht minimal höher, vielleicht eine Goomba-Größe höher oder sowas. Sollte aber heißen, dass wir die Blöcke hier aktivieren können sollten. Vielleicht haben wir Glück, da sind Lianen drin oder sowas, damit wir einfach nach oben kommen. Dann hätten wir zumindest den Mond schon mal für uns geregelt.
würde sie trotzdem gerne einmal aussteigen wollen. Aber oben habe ich keinen... Dein Ernst? Gut. Okay, da stellen wir einfach. Ein bisschen ärgerlich. Ah, okay, wir kriegen noch einen zweiten Versuch. Kurz hier rumfliegen. Vielleicht sehen wir noch irgendwas, was ein Goomba auf höherer Höhe... Wobei, es ist ja schon wie der hier vorne. Okay, ich hätte gesagt, dass wir mit denen es schaffen, die Blöcke da... Man muss halt nur so rausfliegen, dass man nicht runterfällt. Und dann sind da vielleicht unsichtbare Blöcke oder sowas. Das könnte uns helfen. Und sonst können wir gleich auf jeden Fall noch in den Shop gehen. Ja. Habe ich gerade alle drei ausgelöst? Ich glaube schon, oder? Ich mach's einfach nochmal. War ich mir unsicher. Ach, schon wieder. Frosch am Hals. Ja, wir haben ihn hier komplett. So. Okay. Ich sehe da auch bei weitem nichts, was uns... Glaube ich. Überlebt das ja nicht. Okay, doch, ich habe es wohl letztes Mal schon überlebt. Sehr gut. So, wir gucken uns auf jeden Fall den Shop noch an. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf die Suche gehen, nach einer Möglichkeit, dahin höher zu fliegen. Ich glaube, hier so ein Geist. Können wir nicht uns mopsen. Eigentlich auch noch eine Möglichkeit generell. Fast alle Schiffe repariert. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Müssen gegen Kisten hauen. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Monde auf dem Stück. Ein paar. Das ist schon ein bisschen was, ne? Das heißt, wir haben noch ein, zwei Folgen auf jeden Fall zu tun. Wir begeben uns jetzt noch in den Shop. Der ist hier. Willkommen, Zylindertum. Ja, bitte. So, perfekt, dann haben wir ja alles. Ich kann mir noch vorstellen, dass wir hier noch von irgendeinem kriegen, wenn wir halt nochmal angezogen sind von den neuen. Aber das schauen wir uns einfach nächste Folge an. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.